Gute Leute, willkommen zurück im LS19 auf der Südhemen. Am Donnerstagmittag schon. Wow, ne? Wenn die Woche fertig ist, nach 3 Wochen, uiuiuiui, dann sind Ferien. Es geht ruckzuck vorbei, glaubt's mir. Rucki zucki. Jo, also hier unser Röckchen-Mech ist am Hafer runtergekommen. Da könnten wir eigentlich, habe ich, wenn ich einen Traktor frei habe, könnten wir eigentlich hier gleich das Stroh aufnehmen lassen. Da schauen wir mal, gell? Weil dann sehen wir auch schon. Oh, der Röstelmesh wird voll hoch zu, das passt ganz gut. Da kann er auf der richtigen Seite abtanken. Nix frei, nix frei. Der ist frei. Na, der ist frei. Nö, da rein sollst du doch, oder? Ich möchte hier in die Scheune rein. Oh, und auch der Panda 2. Den wir immer noch haben, ich weiß nicht, gefühlt sind es ungefähr 10 Folgen, in denen ich Zwiebeln ernte. Es ist echt schlimm. Es bringt halt ein bisschen was, ne? Nur das Teil kostet richtig Geld. Mietetechnisch deswegen. Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen was auf dem Konto, aber das reicht hin und vorne nicht, um jetzt mal so einen Roder zu kaufen. Vor allen Dingen, ich muss mal gucken. Ich habe ja das Problem schon angesprochen, jetzt schon mal, dass man, ja, wie soll ich sagen? Muss entladen werden, das ist richtig. Was wollte ich denn jetzt? Dass wir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau. Dass ich einen Roder brauche, der alles ernten kann und auch verschiedene Aufsätze kriegt. Muss mal gucken, ob es den schon gibt. Bestimmt. Weil ich habe jetzt keine Lust hier für jedes mögliche Kohlzeugs oder Karotte und Zwiebeln, dass ich mir hier 5 Rote auf der Hof stelle. Die kosten zusammen, ja, keine Ahnung, 2 Millionen Euro. Das sehe ich gar nicht ein. Und warum fahre ich jetzt in der Werkstatt vorbei? Das ist seltsam. Ich möchte dicke Socken für meinen MB. Ist das möglich? Herr Landmaschinenmechaniker? Aha. So, zeig mal. Ja, die sehen doch schön aus, ne? Die sind noch schnuckelig. Kosten gar nichts. Natürlich nicht, weil sie ja da liegen, ja da im Lager, ne? So, jetzt ist aber folgendes. Ich fahre jetzt nur zum Ladewagen hin und dann muss ich aber unbedingt abtanken, dass die zwei Jungs weiterarbeiten können. Ladewagen, der stand doch daneben, gell? Jawohl. Och. Da ich mich da noch erinnern kann dran, das wundert mich ein bisschen, ne? So, kurz ausmachen. Genau. Dann bitte einmal Hafer. Eine Ladung haben wir ja schon zu den Pferden hochgefahren. Was könnte denn was haben wollen? Kann man auch nachschauen, kein Problem. Der Zwiebelroh, der ist voll und steht richtig rum. Aha, das freut mich. Das freut mich doch. So, Herr Drescher, bist du so eingestellt, dass du stehen bleibst beim Abladen? Ich hoffe denn doch. Ich habe nämlich keine Zeit, um mitzufahren. Sieht mal gut aus. Aber der ist Zwiebelroh, der fährt, glaube ich, weiter, ne? Na, alle. Nee, mit normaler Hilfe auch nicht. Dann müsste er eigentlich auch warten. Jupp. Sehr schön. So, Zwiebeln immer noch, Landi. Ja. Zwiebeln immer noch, Landi. Mal gucken, ob man da irgendwas bei der BGA verkaufen kann. Ich finde hier aber keine. Klärwerk, ist das? Soll das die BGA sein? Nee, BH. Keine Ahnung, haben wir keine BGA hier auf der Karte. Ich habe es noch nicht gebraucht, deswegen. Ach doch, logisch, da oben. Aber Verkaufskrieg. Wir hatten keinen Verkaufspunkt, also da kann man nichts verkaufen auf der BGA. Ist das, bin ich jetzt blind hier? Ich sehe hier nichts. Na, da komm. Fahren wir erstmal zum Landi.
Also wenn man es, ups, wenn man absolut nicht mitrechnet, erschreckt man da jedes Mal wieder. Mit der Dampflok hier ist schon ziemlich laut. Vor allen Dingen, weil ich fährt hier in den Holzbau rein und dann ist er weg. Ich nehme an, dass es dann U-Bahn-technisch weitergeht. Wo fahre ich denn bitte schön hin, Kollege? Ja? Vor lauter Gelaber an der, hups, du wartest jetzt, vor lauter Gebabbel an der Straße vorbeigefahren. So ist es wieder mal typisch Svenny. Eieiei. Egal. Wir haben noch 9 Minuten, das packen wir. So. Schön auf die Halle geguckt und einfach weitergefahren. Eieiei. Oh ja, was wir noch alles machen müssen hier. Wir haben noch keinen eigenen Deal. Wir müssen noch Diesel, wollte ich noch herstellen lassen hier in der Raffinerie. Oh Mann, Mann. Ja. Und wir sind bei Folge 131. Könnt ihr euch das vorstellen? 131. Gut, man muss dazu sagen, das sind jetzt keine 131 Folgen auf dieser Version der Karte. Da sind ja schon etliche Folgen gelaufen ohne Produktion. Aber trotzdem, ne? Wenn man überlegt, was man erreicht hat oder was man noch nicht erreicht hat in dem Game hier. Also, ne, richtig weit gekommen. Weiß nicht. Wir haben immer den Standard-Drescher. Wir haben zwar genug Traktoren und große Anhänger und solche Sachen. Aber was bringt denn das, wenn du Arbeit für die Dinge hast? Ne, ein paar Felder haben wir mittlerweile. Aber ja, genau genommen. Ne, ich hab ja schon. Was ist mit dir, Alter? Ach, du hängst da hin, gut. Ich hatte ja schon mal nachgefragt auf dem Discord und auch generell in Videos, was denn ihr denkt, was denn das Ziel wäre bei so einem Projekt, egal welche Karte jetzt, ne? Weil der Werner, der macht absolut geniale Videos, ich gucke die immer wieder gern. Und hat ja auch schon im 17er, auch andere YouTuber, nach 100 Folgen so ungefähr, wird dann die Map gewechselt. Ne? Ich kann das gut nachvollziehen, weil es dann immer wieder neue und auch sehr, sehr schöne Karten gibt. Und ich weiß nicht. Gut, ich meine, wenn man es denn so sieht, dann nimmt er ja das ganze Equipment mit. Das will ich dann auch machen das nächste Mal, wenn ich irgendwo was wechsle. Ja. Und da bist du ja schon auf der neuen Karte einen ganz schönen Schritt weiter. Du musst dir nicht mehr alles neu kaufen. Und das Geld, was du dann hier durch den Verkauf und so weiter kriegst, das kannst du ja dann direkt in neue Projekte wieder investieren, in Felder und keine Ahnung. Dann passt es wieder. Dann macht das ja irgendwann, bist du dann so weit, dass du dann direkt hier Großgrundbesitzer und so weiter bist. Das Problem ist halt, man fängt eine Südhemmern an. Ich habe die relativ früh angefangen im 19er zu spielen. Ja, fast seit dem Tag, an dem sie rausgekommen ist. Und deswegen entstehen auch die 130 Folgen. Ja, weil ich ja am Anfang und auch momentan fast täglich die Südhemmern bringe oder auch andere Sachen. Und du bist ruckzuck bist du da bei 100, 150 Folgen. Das ist kein Problem. Und jetzt die Südhemmern aufgeben für eine andere große Karte? Na, ich weiß nicht. Mir gefällt die Südhemmern generell, hat auch irgendwann kannst du da vorne bei der Bäckerei Bachmann, kannst du auch momentan, soweit ich weiß schon, dann das Mehl verkaufen. Apropos Mehl. Ich sag ja schon ein paar Folgen lang, ich würde gerne mal ein bisschen G3D in die Mühle schütten. Dann schicken wir jetzt den erstmal aus Feld 14, weil der Rostelmesch, der Drescher ist fertig. Ja, Andi, falls du das Video wieder schaust, ne? Man sieht es mir wieder im Auspuff. Ja, den Spruch fand ich auch cool. Change, wie hat er gesagt?
Wie ist denn das englische Wort für CO2? Dioxide into Noise. Ich weiß nicht genau. So, warte mal, du hast jetzt Arbeitsdinge. Dann dieses Feld 14. Dreschen 9 Meter. Du fährst jetzt gerade mal irgendwie halt, ne? Fährst du hier mal oder machst du mal, ne? Okay, danke. So. Dann tanken wir mal unseren Drescher ab. Da haben wir dann Hafer the Boy. Und wenn die Pferde keinen Hafer mehr brauchen, würde ich. Kann man. Ja, komm, kann man auch Hafer in die Mühle kippen, oder? Gibt dann Hafermehl. Gibt's das? Keine Ahnung. Eigentlich nicht, habe ich noch nie gehört. Müssten wir jetzt die ganze Leute fragen, die so in den Bio-Ledger einkaufen, ne? Die mit dem Wollpulli und dem Schal. Ich habe keine Ahnung, ey. Mit etwas Glück, aber nur mit etwas Glück, ne? Wird der Panda in dieser Folge fertig? Wobei, wenn ich auf den Timer schaue, könnte knapp werden. Aber spätestens morgen wird er dann endlich fertig. Und es ist mehr als Zeit, dass das Ding fertig wird, ey. Und eins kann er mir glauben: Von Zwiebeln haben wir erstmal die Schnauze voll. So, den stelle ich jetzt nochmal in den Hof, kippt nichts ab. Müssen wir nochmal im Menü nachschauen, ob die Pferde noch etwas Hafer haben möchten oder eher nicht. So, das hast du gut gemacht. Hast du noch irgendwo anders Arbeit? Ich glaube, dreschertechnisch haben wir jetzt keine Felder mehr. Also keine Erntereifen mehr. Was ist denn das? Achso, wir sind ja. So. Ich habe hier Soja, Soja, das ist aber erst eingesät worden. Auf die 13 kommt auch Soja, auf der 14 war Hafer, das ist aber weg. Die Karotte wachsen noch, das wächst auch noch, das wächst demnächst, das muss auch eingesät werden. Die 10 Kraut entfernen, das heißt, wir können hier schon den Rotkohl runterholen. Hier ist gegrubbert, kann man auch einsehen. Und wer hätte es gedacht, da kommen 100% auch Sojabohnen drauf. Pflügen haben wir auf der Südhemen. Aus, genau, das haben wir deaktiviert, weil große Felder, ne? Nö, kein Bock. Aber die 12 müssen gekalkt werden. Das ist Grütze. Die 12 müssen gekalkt werden, das heißt, Hoffnung hegen, dass es noch nicht zu spät ist zum Kalken, weil das kannst du so früh nicht machen, glaube ich. So spät nicht machen, so war's. So, ab geht's. Oh, da unten steht ein Ladewagen. Ne, der ist noch nicht voll. Aber der ist 81%. Dann mach nur mal weiter, du. Ich werde dann auch, wenn der voll ist, wahrscheinlich einen Kurs einfahren von der 14 zum Strohlager. Falls ich den noch nicht hab. Weil ich echt keine Lust habe, jedes Mal da hier zu switchen und den zurückzufahren. Muss nicht, ne? Kann der auch allein machen. Ist schon groß. Ja, muss entladen werden. Dankeschön. Ich hab's mir schon halb gedacht. So. Wisst ihr was? Wir fahren mit dem gerade zum Neunerfeld. Weil der Panda 2, der hat ja noch ein bisschen zu tun, wenn ich das gewusst hätte. Hätten wir direkt dort anfangen können. Verflixt. Ah, da kann man noch was machen. Ich habe jetzt zwar nicht mehr so viel Zeit, aber wenn nicht, machen wir das morgen. Gucken, ob wir an den Saatgut- und Düngerproduktionseinheiten direkt unser Zeugs holen können. Oder ob wir das erst abfüllen müssen in irgendwas anderes. Wups, das war knapp. Hätte fast Kaltverformung. Kompost haben wir auch noch genug. Also wir haben. Ja, es gibt echt genug zu tun. So, dann müsste ich das irgendwie drunter fahren können. So, und ob ich wirklich richtig stehe, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nee, dumm Geschwätz. Die Folge ist vorbei. Ich bin selbst gespannt. Aber das sehen wir uns morgen an, ob ich hier Saatgut und Dünger direkt in die Sämaschine reinkriege oder nicht. Ansonsten müssen wir es halt irgendwie abfüllen.
Geht auch, kriegen wir auch hin. Gut, dann bedanke ich mich für heute. Hat mir Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen da oben da lassen. Oder ein Abo oder alles drei. Ist mir alles recht. Ja. Und bitte nochmal den Aufruf, was ihr denn darüber denkt. Sollen wir hier jetzt tatsächlich 200, 300 Folgen machen? Und da gibt es eine Karte, die ähnlich von der Größe ist und auch von der Produktion ist. Die NFMA spiele ich auch schon. Ja. Ich bin da generell ziemlich offen. Südman, tolle Karte. Alles, was ich momentan spiele, finde ich toll, so wie ich es mache. Aber wenn es euch zu langweilig wird oder ihr sagt, komm Svenny, so wie du spielst, kannst du auch da spielen, dann mache ich das natürlich. Und schreibt es mal drunter. Ansonsten, bis morgen, macht's gut. Tschüssi.